Liebe Studierende, mein Name ist Franz Josef Schmidt. Ich lese in diesem Semester zusammen mit Niki Hinsche die physikalische und elektronische Messtechnik. Herr Hinsche wird den Vorlesungsteil zur Elektronik geben. Sie finden dabei von ihm die Vorlesungsinhalte asynchron zum Download. Die Links geben wir Ihnen immer auf dem StudIP. Und dann ab 15.30 Uhr eine gemeinsame Diskussion im Seminar unter dem hier angegebenen Link, den Sie auch nochmal auf dem StudIP finden. Für Rückfragen ist Herr Hinsche auch erreichbar unter niki.hinsche@physik.uni-halle.de. Meine Vorlesung findet unter dem hier gegebenen Link real synchron bereits ab 13.15 Uhr bis 15.30 Uhr ab dem 7. Dezember statt. Das ist dann der Vorlesungsteil zur physikalischen Messtechnik. Und eben dort dann auch das gemeinsame Seminar ab 15.30 Uhr. Auch hier bin ich unter franz-josef.schmidt@physik.uni-halle.de für Rückfragen erreichbar. Also nochmal zusammengefasst, unsere Vorlesung besteht aus zwei Teilen. Dem Vorlesungsteil montags 13.15 Uhr bis 15.30 Uhr ab 2.11.2020 mit Files zum Download und dem Seminarteil unter den angegebenen Links ab 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr ab dem 9.11.2020, also der zweiten Woche. Der Vorlesungsteil zur Elektronik umfasst 5 Vorlesungs- und 4 Seminartermine bis einschließlich 30.11.2020. Am 7.12.2020 beginne ich die Vorlesung mit der guten wissenschaftlichen Praxis, um dann direkt in die physikalische Messtechnik einzusteigen und auch am 14.12.2020 nach einer einführenden Messtechnik-Vorlesung eine kleine Weihnachtsvorlesung für Sie zu gestalten. In einem gemeinsamen Seminar. An diesem Termin können wir eine Online-Weihnachtsfeier durchführen. Offiziell gibt es dann Inhalte im Seminar zur physikalischen Messtechnik ab 4. Januar 2021. Die Kapitel haben immer Kontrollfragen zur Vorbereitung auf die Klausur. Diese finden Sie dann vor allem in unserem zur Verfügung gestellten Skript, auch auf dem StudIP. Das sind im Prinzip dann nochmal die Vorlesungsfolien mit Kontrollfragen. Wenn Sie hier Fragen haben, die sich dann auftun, stellen Sie die bitte und diskutieren Sie die ruhig mit uns im Seminar. Dazu ist es da. Die physikalische Messtechnik lade ich dabei am 7. Dezember als ganzes File hoch. Folien mit Video- und Simulationsdateien zur Elektronik finden Sie auch nacheinander zum Download. Die Klausur Abschluss- und Modulleistung findet statt am 15. Februar 2021 um 15 Uhr. Wir werden den Raum noch bekannt geben. Vor dem Start des Sommersemesters 2021, also vor dem Start der Vorlesungszeit, voraussichtlich Anfang April, bieten wir Ihnen einen Nachholtermin für die Nachklausur an. Kurz zu den Inhalten der Vorlesung. Herr Hinsche wird über die Elektronik sprechen. Nach einer kurzen Einleitung stellt er Ihnen Grundkonzepte und passive Bauteile der Elektrotechnik vor. Er wird Ihnen dann auch einige passive Grundschaltungen präsentieren und einfache Halbleiter-Bauelemente. In der vierten Vorlesung geht es um Transistorschaltungen und Verstärker. In der fünften Vorlesung um digitale Schaltungen, Logik und Mikrocontroller. In der physikalischen Messtechnik starten wir nach einer Einführung in die Messung von mechanischen Größen und Zeit, messen in der dritten Veranstaltung elektrische Größen, Temperatur und deren Regelung, Vakuum und hohe Drücke. Da geht es nicht nur um Messung, sondern auch um Erzeugung, genauso wie bei der Temperatur. Wir sprechen über elektromagnetische Strahlung und deren Messung, sowohl bei hohen als auch niedrigen Energien. Und dann in der siebten Veranstaltung über Signalübertragung, Speicherung und Bussysteme. Falls noch Zeit ist, würde ich gerne mit Ihnen dann im Anschluss am letzten Termin auch noch über die indirekte Bestimmung von sehr großen, sehr kleinen Zeit- und Raumabständen sprechen. Das können atomare Abstände oder größte intergalaktische Entfernungen sein und wir reden über die Grenzen des Messens. In der Woche vor der Klausur führen wir mit Ihnen auch noch eine Fragestunde zu den Inhalten der Vorlesung durch und werden Ihnen auch nochmal eine Zusammenfassung präsentieren.
Vielen Dank, ich freue mich sehr auf dieses Wintersemester. Trotz der widrigen Umstände werden wir sicherlich online genauso intensiv diskutieren können wie in Präsenz. Ich baue deswegen auf Ihre Anwesenheit in den Veranstaltungen und wünsche Ihnen viel Erfolg in diesem Wintersemester 2020-21.